Ein Leben ohne Energiekosten verspricht der aktuelle Kinofilm aus der Filmreihe Leben mit der Energiewende. Aber geht das wirklich? Und jetzt kommt auch noch die Bidirektionalität. Die Sendung zum Kinofilm. Hier ist Leben mit der Energiewende TV. Wir sind in Osnabrück zu Gast bei E3DC, zusammen mit Dr. Andreas Piepenbrink, Chef von E3DC. Der Kinofilm Leben ohne Energiekosten wimmelt mit Technik von E3DC und zwar aus dem Grund, dass Speicherung mittlerweile genauso wichtig ist wie die Erzeugung selber. Dazu später mehr. Den ganzen Kinofilm zeigen wir Ihnen natürlich nicht hier bei YouTube, aber die wichtigsten Inhalte und Themen wollen wir hier heute Ihnen präsentieren, zeigen und mit Dr. Piepenbrink zusammen besprechen. Herr Dr. Piepenbrink. Geht ein Leben ohne Energiekosten? Ich denke, ein Leben ohne Energiekosten geht selbstverständlich unter einer Voraussetzung, dass man genügend Speicher hat und die ganze Geschichte langfristig angeht. Sprich, man investiert einmal, man hat dann natürlich die Phase, wo man die Investition abzahlen muss. Und dann hat man auch die Phase, wo man sie schrittweise wieder erneuern muss. Aber am Ende des Tages kommt man tatsächlich bei der Hälfte der Gesamtkosten raus. Und ob das jetzt alles ohne Energiekosten ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ich kann meine Energiekosten halbieren, trotz Investitionen, wenn ich es langfristig rechne. Und das sollte eigentlich jeder tun. Das ist wie in der Geldanlage. Genau, um es also nochmal korrekt zu präzisieren, wenn Sie, und das zeigt der Film in Fallbeispielen, wenn Sie eine Anlage, Photovoltaikanlage, Stromspeicher, wenn Sie Wärmepumpe, Elektromobilität dazu machen, das müssen Sie investieren. Wenn Sie es investiert haben, haben Sie praktisch in der Abzahlung, in der Amortisation die Hälfte der vorherigen Kosten wie beim Bezug fossiler Energie. Und nach circa 10 Jahren ist sozusagen die Anlage abgezahlt und dann haben Sie die Energie for free. Also das ist sozusagen der Deal. Einmal investieren, in der Abzahlungsphase roundabout die Hälfte der Kosten und danach ist das for free. Irgendwann wird man auch mal wieder nach 20, 30 Jahren vielleicht Neueres kaufen müssen oder ergänzen müssen oder ersetzen müssen. Aber das ist eigentlich der Deal. Ist das korrekt beschrieben? Ja, mein Beispiel ist immer, man kann auf einen Jahresstrompreis realistisch mit Eigenerzeugung und dynamischen Stromtarifen von 10 bis 11 Cent kommen. Mhm. Unter Freunden, wenn die Energiepreisbremsen raus sind, wird man dabei ja mindestens 20 Cent sparen. Über die Laufzeit sogar noch mehr. Und das reicht halt, um die Investitionskosten zu decken. Das heißt, möglicherweise ist man noch günstiger als die Hälfte der Energiekosten. Da ist ja schon eine Art Retrofit oder eine Erneuerung über Lebensdauer. Das haben Sie ja bei allen Gebrauchsgegenständen, das haben Sie bei Kleidung, das haben Sie bei Häusern, das haben Sie bei Fahrzeugen. Man hat einfach die sogenannten Instandhaltungskosten, aber alle Instandhaltungs- und Beschaffungskosten gerechnet gegenüber Nicht-Eigenerzeugung, da fährt man unter der Hälfte. Und deshalb ist das für die klugen Leute, die das Geld haben, überhaupt keine Frage. Die Frage ist, ob sich das jeder leisten kann. Nachteil ist halt, ich brauche sozusagen Besitz, ich brauche Grund und Boden in der Regel. Und aber davon haben wir 20 Millionen Gebäude in Deutschland und von daher ist es schon die Mehrheit, die diese Geschichten im Sinne des Klimas nutzen kann. Das, was Dr. Piepenbrink gerade beschrieben hat, ist für mich der Green Deal der Energiewende. Diesen Deal haben viele Millionen Bürger schon gehoben, so wie Familie Hölzel. Diesen Fallbeispiel haben wir im Kinofilm. Den schauen wir uns jetzt mal an. Matthias Hölzel hat es geschafft. Ein unsaniertes Haus aus den 70er Jahren für seine Familie mit selber produzierter Energie zu betreiben. Familie Hölzel hatte 2011 die erste Photovoltaikanlage gebaut. Der Nachbar hat damals gesagt, das rechnet sich doch nicht. Kann man ein unsaniertes 70er Jahre Haus ohne Kosten für extern bezogene Energie betreiben?
und sich selber mit Strom versorgen? Für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Peter Burkhardt von Sonnenplan rechnet in diesem Film genau nach, ob der Nachbar Recht behalten sollte. Und nach der Auswertung wissen wir, der Nachbar hatte Recht. Es hat sich nicht gerechnet. Für den Nachbarn. So wie Matthias Hölzel und seiner Familie ging es Millionen Menschen. Sie kauften einen Bestandsbau mit alter Heizungsanlage, ungedämmter Fassade, alten Fenstern. Viel Geld in eine Sanierung steckte die Familie in das Ende der 60er Jahre gebaute Haus nach dem Kauf nicht rein. Es hat sich nicht sehr viel verändert. Die Küche wurde neu gemacht und das Badezimmer. Wir hatten auch die Energieberatung einmal da gehabt und da war irgendwie Kosten im Raum von 100.000 Euro. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben das Haus außer die oberste Geschossdecke nicht gedämmt. Auch die Fenster sind noch ältere Fenster drin, sind Kunststofffenster drin. Und ja, fahren, denke ich, so ganz gut. Mit Eigenenergieproduktion. Photovoltaik haben wir gleich mit aufgebaut zu Anfang. Mit 11,5 Kilowatt Peak und haben eben da dann geguckt, dass man tagsüber Wäsche wäscht und Spülmaschine macht. Da haben wir schon drauf geachtet, dass man den Strom tagsüber verbraucht. Von dem her, ja, haben wir es gleich zu Anfang die Photovoltaikanlage mit aufs Dach gemacht. Das war mit das Erste. Die Ausgangssituation. Ein 5-Personen-Haushalt, Standort Bellheim in Rheinland-Pfalz. Wohnfläche 180 Quadratmeter. Komfortstrombedarf ca. 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Das macht beim aktuellen Stromtarif von Familie Hölzel ca. 1600 Euro aus. Dazu der Heizenergiebedarf per Gas mit 33.000 Kilowattstunden. Moderat bei 15 Cent pro kWh gerechnet wären das 4950 Euro. Kraftstoffbedarf 432 Euro. Und ein wasserführender Kamin benötigt für 350 Euro pro Jahr Holz. Peter Burkhardt vom Solateursbetrieb Sonnenplan rechnet für die Familie jetzt genau aus, wie weit man wirtschaftlich mit der Eigenenergieproduktion und Nutzung gekommen ist. Ja, mit der ersten Photovoltaikanlage habe ich mich schon umgestellt. Wird nur noch gewaschen und getrocknet mit dem Wäschetrockner, wenn die Sonne scheint. Gut, wir haben Gasherd. Koche ist von daher unabhängig, aber gebacken habe ich auch nur, also habe es versucht, wenn die Sonne scheint, ja. Also das mache ich schon lange so. Das Familienleben mit Eigenenergie. Darauf ausgerichtet, die selber produzierte Energie auch so weit wie möglich selber zu verbrauchen. Nicht nur, dass man den Elektroofen am liebsten tagsüber benutzt, wenn die Sonne scheint. Auch auf den Gasherd wird bei der Kocherei weitestgehend verzichtet. Bei den Hölzels machen dabei alle Familienmitglieder mit und haben alte Zöpfe abgeschnitten. Dazu gehörte, dass man sich anderes Equipment für die Küche beschaffte. Zum Beispiel kleine Induktionsplatten. Denn damit lässt sich mit der Energie vom Dach kochen. Motiv für diese Verhaltensänderung war nicht nur, Kosten für den Netzbezug von Energie zu reduzieren. Also unabhängiger werden. Das war so ein bisschen der Hauptgrund, wo mich angetrieben hat. Ich habe ziemlich viele YouTube-Filme von Frank Ferenczi gesehen. Und das hat mich sehr imponiert und auch diese über Machtlosigkeit gegenüber Energiekonzerne und ausgeliefert sein. Das wollte ich mir einfach ein Stück weit unabhängig machen. Und das war eigentlich so die Triebfeder, kann man sagen. Dann trat Peter Burkhardt in das Leben von Familie Hölzel und entwickelte Konzepte, um die selber produzierte Energie besser nutzen zu können. Eben nicht nur für den Komfortstrom. Eigentlich aber ging es in der Erweiterung am Anfang nur um ein Hauskraftwerk, um die Höhe der Einspeisung in das Netz zu reduzieren. Ich wollte, wie gesagt, nur einen Speicher haben als zum Anfang. Und dann kam ins Gespräch eben gleich die Heizung mitzumachen und Wallbox und so weiter. Und
ja, da habe ich mich dann recht schnell, war das eigentlich klar, das lohnt sich. Und gab es noch diese Förderung für die Gasheizung, Erneuerung von 40%. Und dann war das einfach ja, die Sache, wo ich so gesagt habe, komm, das machen wir jetzt. Das letztendlich ist es eher so mein Mann seine Sache, diese Erweiterungen. Aber zwischenzeitlich haben wir jetzt so viel Gutes eigentlich damit bewirkt, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Widerstand leiste wie am Anfang. Weil am Anfang mussten wir uns da schon ein paar Diskussionen geben, bis wir zu dem Stand wie jetzt gekommen sind. Ein Hauskraftwerk, sprich Stromspeicher, kam in das Haus. Aufgrund unserer Batterie, die wir jetzt im Keller stehen haben, bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden. Weil jetzt kann man ja auch mal, obwohl es Richtung Dunkelheit geht, schon trotzdem noch mal die Waschmaschine einschalten. Da habe ich immer noch ein gutes Gefühl. Die Maßnahmen. Zwei PV-Anlagen erbringen eine Leistung von 21,3 kW Peak. Bei der Wärmetechnik gibt es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, einen Pufferspeicher, einen Warmwasserspeicher und einen wassergeführten Kaminofen. Als Stromspeicher kommt ein Hauskraftwerk von E3DC aus der Pro-Serie mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 17,5 Kilowattstunden zum Einsatz. Für die Elektromobilität gibt es eine E3DC Wallbox Easy Connect und einen Tesla. Bei den Hölzels ist die Sektorenkopplung also Realität geworden. Der Clou im Haus für den Wärmebedarf? Die Wärmepumpe. Einfach angeschlossen an die alte Heizung. In einem unsanierten Haus mit alter Heizungsanlage eine Wärmepumpe einsetzen? Das geht nicht, heißt es. Doch es geht. Wie sich hier zeigt. Das System wird nur ziemlich optimal eingestellt. Ich habe mir gerade mal die Heizkurve angeschaut. Die gibt an, bei welcher Außentemperatur wie viel Grad heißes Wasser in die Heizkörper geht. Und die steht bei minus 15 Grad lediglich bei 42 Grad und bei plus 20 Außentemperatur steht die bei 27 Grad. Das heißt, die Familie Hölzel hat das in extremer Weise optimiert, hat sich gut gekümmert und hat einfach diese Heizkurve so lange nach unten geschoben, bis es unbehaglich war und dann nochmal etwas hoch. Und das führt auch zu einer extrem hohen Effizienz. Und was man auch einfach sagen muss, ist, dass oftmals in der Praxis viel niedrigere Temperaturen ausreichend sind, wie in der Theorie rauskommt. Das heißt, die Empfehlung, wo ich jeden bei jeder Heizung machen kann, ist, kümmert euch um eure Heizkurve, fahrt die so weit runter, erzählt es keinem zu Hause, die Frauen kriegen kalt, nur wenn man sagt, man stellt was runter. Und wenn sich jemand beschwert, wieder 2 Grad nach oben und egal welche Heizung, da kann man echt viel Energie sparen. Die alte Legende. Nämlich, dass Wärmepumpen nichts für unsanierte Bestandsbauten mit alten Heizungsanlagen sind, ist einfach falsch. Es kann sehr wohl funktionieren und eine Infrastruktur aus Gas und Öl ablösen. Die Wärmepumpe bei unsanierten Bestandsbauten hat ihren Siegeszug angetreten. So wie bei Familie Hölzel. Also historisch war es so, dass ja die Effizienz zuerst mal zweitrangig war. Früher hat Öl und Gas hat einfach nichts gekostet und da hatte man immer nur ein Ziel als Heizungsbauer und zwar die Ehefrau durfte auf keinen Fall kalt haben, weil wenn die kalt hat, ruft die an. Ja? Und genau so sind auch die Werkseinstellungen der ganzen Heizungen, die sind nicht auf Effizienz getrimmt, die sind auf der Kunde ruft nicht an getrimmt und dann ist es auch so, dass es auch bei den Hydrauliken, dass es da auch welche gibt, die einfach zwar theoretisch funktionieren, aber in der Praxis, wo dann Energie vernichtet wird und wo wirklich sehr ineffizient sind. Und dann gibt es auch Hydrauliken, wo, sage ich mal, dann effizient sind. Ja, das war unser größter Streitpunkt, weil die Gasheizung hat ja noch funktioniert und das Gas war ja nicht so teuer damals. Und er wollte unbedingt eine Luftwärmepumpe. Und ich habe gesagt, der Schornsteinfeger hat gesagt, die läuft noch ewig. Und deshalb wollte ich die nicht gewechselt haben. Ja, und jetzt bin ich
glücklich darüber, dass er sich dann doch durchgesetzt hat. Man sieht ja die Preise, die jetzt dann immens steigen. Und die Kombination mit Photovoltaik und Batterie funktioniert ja alles super. Da es in der kältesten Jahreszeit mit dem Strom vom Dach manchmal etwas schlecht aussehen kann, ergänzt Familie Hölzel per Holz die Wärmeproduktion durch einen wasserführenden Kamin. Das reduziert natürlich den Strombedarf für die Wärmepumpe. Der Kamin integriert sich so nahtlos in das von dem Hauskraftwerk gesteuerte System. So ein intelligentes Hauskraftwerk in Kombination mit einer Wärmepumpe macht natürlich richtig Sinn. Gerade bei Häusern, wo ich, sage ich mal, aufgrund von einem Ofen einen großen Pufferspeicher brauche, kann einfach die Smart Grid Ready Schnittstelle vom E3DC ein Signal rausschicken. Das versteht die Wärmepumpe und die kann dann, wenn Überschussstrom da ist, wo ansonsten für wenig Geld eingespeist wird, kann die Wärmepumpe dann hingehen und kann den Pufferspeicher vollhauen. Ne? Zum Beispiel hier haben wir Beispiel 27.03.22, da mitten in der Heizperiode. Da ist einfach um 10 Uhr hat die Wärmepumpe das Signal gekriegt, dann hat die zuerst mal den Trinkwasserspeicher von 50 auf 60 Grad vollgeheizt, ist dann hingegangen, hat die 1000 Liter Pufferspeicher von, keine Ahnung, 35 Grad auf 60 Grad vollgeheizt und dann hat man hier an diesem Tag 100% Autarkie. So sieht modernes Energiemanagement von E3DC aus und bringt ein Haus Baujahr 1969 im März 2022 zu 100% Autarkie. Weil einfach, obwohl die Wärmepumpe recht viel gebraucht hat an diesem Tag, die Wärme auch noch gespeichert wurde. Und so ist man über die Nacht gekommen und so funktioniert das Gesamtsystem dann wirklich gut miteinander. Und so setzen sich die Kapitalkosten für die energetischen Maßnahmen zusammen. Die Photovoltaikanlage 2011 kostete 27.400 Euro, ist abgezahlt und hat ihre Investitionskosten bereits mehr als eingespielt. Für die zweite Anlage inklusive Hauskraftwerk wurden 26.590 Euro investiert, finanziert durch einen Kredit über 10 Jahre mit einer Rate von 230 Euro pro Monat. Auch die Wärmepumpe ist kreditfinanziert. Nach Abzug der Förderung kostete diese 24.300 Euro. Abzahlung ebenfalls über 10 Jahre, monatliche Rate 210 Euro. Der wassergeführte Kaminofen kostete 3.000 Euro und wurde bar bezahlt. Dafür gibt es keine Kapitalkosten. Wie sehen für Familie Hölzel die Energiekosten nun aktuell aus? Die Kosten für den Bezug von Netzstrom und etwas Holz für den wasserführenden Kaminofen muss man in Abzug zur erzielten Einspeisevergütung für die Überschusseinspeisung bringen. Die Vergütung selber ist hier ein Mittelwert aus der Einspeisevergütung der alten und neuen PV. Daraus resultiert für Familie Hölzel ein Überschuss von 1450 Euro. Monatlich spielt man also 120 Euro ein. Das Haus verdient trotz Bezug von Netzstrom und den Kauf von Holz mit der Eigenenergieproduktion noch Geld. Dagegen muss man die Kapitalkosten für die Abzahlung der Technik setzen. Zieht man den Überschuss von den Kapitalkosten ab, bleiben rein rechnerisch 320 Euro Energiekosten im Monat übrig. Für 10 Jahre. Danach ist alles for free. Für den Bezug von konventioneller Energie musste dagegen monatlich 611 Euro gezahlt werden, die übrigens ständig teurer wird. Trotz der monatlichen Abzahlung für die Kreditrate senkt die Eigenenergieversorgung die Kosten fast um die Hälfte. Und wie schon erwähnt, nach 10 Jahren gibt es keine Kreditrate mehr. Genau, richtig. Ne, und ich meine, ich sag mal so, ja, aber nur bis 2030. Das heißt, 2030 ist die Sache abbezahlt mit dem Kredit. Richtig. Und dann, das heißt ja, für eure Rente habt ihr keine Kapitalkosten und habt, sag ich mal, für die Rente das so jetzt aufgestellt, dass ihr ganz niedrige Energiekosten habt.
Natürlich hat Familie Hölzel zunächst Geld investieren müssen, um die ganze Wärme- und Energietechnik umzubauen oder zu ergänzen. Vielleicht ist man ja Krösus. Nein, wir sind sicherlich nicht Krösus, aber wenn man jetzt die heutige Situation anschaut auf den Märkten, dann kann man sich da nicht mehr leisten, fossil zu heizen. Und das war der Hauptgrund hier, einmal Investitionen zu tätigen und dann eben mehr Geld im Monat zu haben, um zu leben und auch an die Rente später mal zu denken, dass man eben das Haus vielleicht auch halten kann. Und es ist auch so, von den Zahlen bezahlt sich der Invest ja von selbst. Also hätten die es nicht gemacht, hätten sie ähnliche oder sogar noch höhere Kosten wie jetzt mit Kredit. Insofern kriegen die ihre neue Haustechnik über die Jahre geschenkt. Und wenn sie in Rente sind, ist das Thema durch. Und dann haben sie eine geschenkte Anlage und haben dann niedrige Energiekosten. Und dann sage ich, alles richtig gemacht. Auch bei dem Thema Elektromobilität, die kam gleich mit dazu. Denn die Eigenenergieproduktion ist gerade in der E-Mobilität ganz besonders wirtschaftlich. Doch auch da gab es in der Familie zunächst Widerstände. Ja, das Auto, das war auch nicht so einfach. Wir haben bisher noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben und für mich war das sehr viel Geld auf einmal. Und ich habe ihm immer gesagt, wer will denn schon eine Stunde an der Ladesäule stehen? Das magst du niemals und ich will das nicht. Zwischenzeitlich bin ich begeistert vom E-Auto. Ist auch egal, ob da jetzt eine Stunde steht, dann fährt man halt mit dem E-Roller weg und kommt wieder mit dem E-Roller und holt es ab zum Beispiel. Oder wir können das ja theoretisch auch bei uns laden, weil wir eine Wallbox haben. Der Verbrenner steht nur noch nutzlos in der Garage herum und verstaubt. Die Überzeugung ist jetzt eigentlich da, dass es das Richtige war. Jetzt sowieso bei den momentanen Preisen. Aber es war nicht immer leicht. Auch ein teures Elektroauto kaufen ist natürlich ein Thema gewesen. Aber es war das Richtige. Ein nicht saniertes Haus von 1969. Versehen mit Technik zur Produktion und Nutzung von Eigenenergie. Spielt nach Abzug der externen Kosten für den kompletten Energieverbrauch von Komfortstrom, Wärme und Mobilität monatlich 120 Euro ein. Die entscheidende Frage ist, handelt es sich bei diesem Haus von Familie Hölzel um einen Sonderfall? Oder ist es ein Beispiel auch für andere, unsanierte Bestandsimmobilien? Klar ist auf jeden Fall, Familie Hölzel ist mit ihrer Entscheidung zur Eigenenergieproduktion und Nutzung hoch zufrieden. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, ja gut, du hast deine Frau geheiratet, das wird das auch noch eine gute Entscheidung gewesen sein. Ne? Okay. Also wenn jemand so ein ähnliches Haus hat und sagt, das möchte ich auch so umsetzen, ne, dann ist das, kann ich das zuerst mal nur bestätigen. Und die Frage ist ja immer, was ist wichtig bei diesem Weg, den man dann beschreitet? Und da rate ich zu Folgendem, und zwar zum Gleichen wie beim Heiraten. Sich genau zu überlegen, mit wem man das Ganze macht. Ne? Das ist nämlich beim Heiraten auch eine ganz wichtige Sache. So wird es 2022 aussehen. PV-Erzeugung 24.000 Kilowattstunden. Eigenverbrauch 30%, Autarkie ca. 71%. Netzbezug nur 29% und das bei einem Wärmepumpenstrombedarf von über 5.500 Kilowattstunden und 600 Kilowattstunden für die Elektromobilität. Ansonsten lädt Familie Hölzel frei am Tesla Supercharger. Es war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, kann man sagen, hier alles auf Strom zu setzen und ich bin ja, sehr dankbar und glücklich darüber. Gehen wir die Zahlen mal durch, nochmal ganz konkret. Also, Familie Hölzel muss natürlich eine Photovoltaikanlage kaufen. Die muss abgezahlt werden, die Photovoltaikanlage, die er jetzt gekauft hat. Er hat eine alte Anlage von 2011.
Die hat 27.400 Euro gekostet. Die ist bereits abgeschrieben. Er hat 2020 nachgerüstet. Mit einem Stromspeicher dazu, mit einem Hauskraftwerk. Hat dadurch praktisch 230 Euro Abzahlungskosten und hat eine Wärmepumpe dazu gekauft. Und die kostet 210 Euro im Monat. Das heißt, er hat 440 Euro pro Monat Kapitalkosten für seine Neuinvestition. Den wassergeführten Kaminofen, den hat er bar bezahlt mit 3.000 Euro. Dafür hat er keine Kapitalkosten. Diese 3.000 Euro hat er bar auf den Tisch gelegt. Jetzt schauen wir uns an, was er für Energiekosten hat. Also, er muss Strom kaufen. Er hat noch einen Netzbezug von 3.100 Kilowattstunden im Jahr. Das kostet ihm 1.240 Euro. Dann muss er noch ein bisschen Holz dazu kaufen. Er kauft Holz für 350 Euro im Jahr dazu und hat also einen Gesamtkosten-Energiebezug von 1.590 Euro im Jahr. Dagegen rechnet er jetzt die Einspeisevergütung. Er hat eine alte Anlage und eine neue Anlage und daraus wird heutzutage eine Mischung gemacht und er hat sozusagen eine Einspeisevergütung, die er erhält, von 3.041 Euro pro Jahr. Das heißt, unter einem Strich, also Einkauf gegen Rückvergütung, macht er einen Überschuss von 1.450 Euro pro Jahr und spielt praktisch so 120 Euro Energiekosten pro Monat ein. Herr Dr. Piembrink, das Beispiel ist insofern repräsentativ, als dass wir auch bei Ihnen bei autark, dem E3DC-Magazin, wirklich, man muss es wirklich sagen, hunderte Häuser gezeigt haben, indem wir sagen, wenn Sie Eigenenergie produzieren und Sie speisen das Ganze auch noch ein, reicht das im Grunde genommen, um sozusagen den Energiekostenbezug auszugleichen. Das ist einfach so. Das ist richtig. Die Bilanz ist sogar noch besser, weil die Stromkosten aktuell nicht so hoch sind wie in Ihrem Beispiel. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn nach 20, 21 Jahren die hohe Einspeisevergütung wegfällt, sieht die Bilanz anders aus. Dann kann man aber sozusagen Strom, was die Zukunft direkt vermarkten. Absolut. Und das Beispiel ist trotzdem ein sehr gutes Beispiel. Sie wissen, ich mag hybrides Heizen. Es zeigt aber auch, wer früher einsteigt bei gewissen Dingen, hat hinterher einen ganz großen Vorteil. Und Herr Hölzel ist ja ein Beispiel dafür, dass er auch Dinge geschickt kombiniert hat. Also wir haben in dem Film ja dieses hybride Heizen drin, ganz kurz dazu. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dieses Beispiel so wieder nehmen würde, ja, weil wir natürlich die Leute auf die Spur geschickt haben und gesagt haben, naja, er spart ja Kilowattstunden für die Wärmepumpe, dadurch, dass er selber sozusagen heizt, ja. Mhm. Und wir haben das mal nachgerechnet, das ist im Film noch nicht drin, das müsste ich eigentlich aktualisieren, fairerweise. Mhm. Wir haben ja zusammen ausgerechnet, dass ihm das Heizen ja gar nicht so viel Kilowattstunden bringt. Das ist richtig. Aber trotzdem heizt er ja genau dann, wenn die Wärmepumpe extrem viel Strom brauchen würde. Und das ist eben einfach geschickt, was er macht. Ja, und das Ganze würde aber auch funktionieren ohne diese Heizungsgeschichte. Und das wäre vielleicht sogar noch das bessere Beispiel gewesen. Jetzt schauen wir uns mal den Vergleich der Energiekosten mit den konventionellen Energieträgern unter Amortisation an. Ich habe Ihnen gerade gesagt, 120 Euro hat er pro Monat übrig. Das heißt, davon muss er die Kapitalkosten abziehen. Das heißt, er hat jetzt in der Phase der Abzahlung 320 Euro Energiekosten. Das ist sozusagen das, was noch übrig ist, was er abzahlen muss. Und jetzt setzen wir dagegen die früheren Kosten, die er gehabt hat. Das heißt also der Komfortstrom, 1.600 Euro pro Jahr. Die früheren Gaskosten, 4.950 Euro pro Jahr. Dann den Kraftstoffbedarf für das Auto, 432 Euro pro Jahr. Und den Holzbedarf für den Kaminofen, 350 Euro pro Jahr. So, und jetzt wird es eben richtig interessant. Er hat früher 611 Euro Energiekosten gehabt. Und jetzt sind es noch 320 Euro. Für die Abzahlung. Das heißt, das habe ich ganz am Anfang der Sendung gesagt, er zahlt ab. Er hat sozusagen unterm Strich im Monat 320 Euro. Und ohne Abzahlung, nur mit den Energiekosten für den externen Bezug, hat er 611 Euro Kosten monatlich gehabt. Das heißt, er spart praktisch die Hälfte seiner Energiekosten, obwohl er die Anlage über 10 Jahre abzahlt. Und wenn die Abzahlung vorbei ist, ist es vorbei, dann hat er diese Kosten eben nicht mehr. Das heißt, er hat die Hälfte der Energiekosten in der Amortisationsphase. Er spart schon jetzt, das heißt, er spart von Anfang an. So, und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe ganz viele Filme dazu gemacht.
dieses Beispiel ist übertragbar. Das, und das ist das, was die Leute in Kinofilmen bringen. Das können wir dir, ich bin in den Kinosälen die ganze Zeit, ich führe diesen Film vor und sage, zeige denen diese Bilanz. Es kommt gleich noch ein zweites Beispiel, da ist das genauso. 30er Jahre Haus sogar noch. So, und ich zeige den Leuten das, ich sage denen das, wir beweisen das in den ganzen Filmen. Ich gebe Shownotes raus, wo weitere Beispiele draufstehen, die Leute ins Internet gehen können und sagen können, hier, das könnt ihr alle sehen. Unisono ist es das Gleiche. Ihr zahlt die Technik ab, nach 10 Jahren ist sie eure und ihr habt die Hälfte der Energiekosten unterm Strich wie vorher. Die Anlagen zahlen sich von selber ab. Dr. Piepenbrink, das können mir die Leute nicht glauben. Das ist aber relativ einfach, weil die erneuerbare Energie von oben, die schickt halt keine Rechnung. Und offensichtlich zeigt ja ihre Rechnung, dass die Investition in elektrische Energietechnik deutlich geringer ist als der Bezug von weitgehend fossilen Energien über Steckdose und in flüssiger Form. Und das haben wir immer gesagt. Mhm. Und ich kann dazu gar nichts sagen. Für mich als Elektroingenieur ist das eine Trivialität, weil die Wärmepumpe spart dreimal so viel Primärenergie oder viermal so viel wie eine vergleichbare Gastherme. Das Elektroauto haben wir jetzt hier noch gar nicht drin, das spart auch 3 bis 4 mal so viel Energie. Und die Energie, die ich benutze, die kommt vom Dach kostenlos, abzüglich Investitionskosten natürlich. Und das zeigt einfach, wie effizient die Technik ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, wir heißen ja nicht zum Spaß E3DC. Einsparen, erneuern und effektiv sein. Und das kommt in dem Fall genau raus. Sie sparen erhebliche Kilowattstunden über die Umweltwärme, erhebliche Kilowattstunden über einen Antriebsstrang vom Fahrzeug. Sie sparen drastische Mengen, indem sie selber die Energie machen und nicht beziehen. Sie sparen auch Abgaben und Umlagen. Und selbstverständlich müssen Sie in den Energiebesitz investieren und dieses Beispiel ist für mich jetzt gar nicht so spektakulär, aber man muss anscheinend sagen, dass das immer noch die Leute nicht begriffen haben oder ich weiß nicht aus welchen Gründen das Leute immer noch anzweifeln. Ja? Wahrscheinlich ist es einfach die mangelnde Veränderungsfähigkeit der breiten Masse, weil es kann ja irgendwie schlecht jetzt die Finanzierungslücke sein. Das heißt, die Leute glauben das offensichtlich wohl nicht, dass das so ist, aber die es haben, die wissen es halt. Dr. Piepenbrink, Sie müssen sich doch in dieser Sendung hier unvorstellbar langweilen, weil Sie jetzt zum 100. Mal dasselbe erzählen, was wir seit 10 Jahren den Menschen erzählen, dass das Ganze funktioniert. Und viele Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, wenn das so ist, wie Ihre Filme zeigen, ja, dann würden es doch alle machen. Ja. Aber Millionen von Menschen haben das ja auch schon gemacht. Und wir haben im Grunde genommen, das sage ich auch in meinem Kinofilm, wir haben wirklich so einen Schnitt quer durch die Bevölkerung. Wir haben über 2 Millionen Menschen, die das schon gemacht haben oder 2 Millionen Haushalte und der Rest noch nicht. Und die einen wissen das und die anderen scheinen es immer noch nicht wirklich zu registrieren. Also wir haben wirklich offenbar wirklich einen kompletten Wissensschnitt durch die Bevölkerung. Das ist ja auch der Sinn des Films. Tue Gutes und rede darüber. Das Ganze funktioniert ja nicht nur. Das war ein Haus 1969, Bau 1969. Das Ganze funktioniert auch bei einem Haus aus den 30er Jahren bei Familie Klee-Kunisch. Wir zeigen Ihnen mal den Filmausschnitt. Ein 30er Jahre Haus. Fassade ungedämmt. Und trotzdem verursacht dieses knapp 90 Jahre alte Haus keine Energiekosten. Also vor 2 Jahren haben wir das Haus hier von Ölheizung auf Wärmepumpe umgerüstet. Und wir hatten damals prognostiziert, dass wir die 2500 Liter Heizöl mit 6000 Kilowattstunden Wärmepumpenstrom ersetzen. Heute weiß ich, wir haben uns verrechnet. Es war einmal ein Haus aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das funktionierte so wie alle Häuser früher, mit Verbrennertechnik. Im Haus und rund um das Haus herum. Öl steckte nicht nur im Tank für die Heizung, sondern auch im Auto. Aber das war einmal. Heute ist alles anders. Und anstatt Energiekosten für Öl und Strom zu verursachen, spielt dieses Haus sogar Geld mit Energie ein.
Die Ausgangssituation: ein 5-Personen-Haushalt im schönen Rehborn in Rheinland-Pfalz. Wohnfläche 250 Quadratmeter, Baujahr 1933. Komfortstrombedarf ca. 3400 Kilowattstunden pro Jahr. Stromkosten 40 Cent pro kWh macht 1360 Euro pro Jahr. Der frühere Heizenergiebedarf für Öl 2500 Liter, also 4500 Euro pro Jahr. Kraftstoffbedarf 720 Liter macht 1296 Euro pro Jahr. Holzbedarf für den Kaminofen 15 Schüttraummeter 800 Euro. Alles zusammen 7956 Euro, gleich 663 Euro pro Monat. Und dann? Ja, dann entschied man sich für die Eigenenergieproduktion und Nutzung. Dazu gehört eine PV-Anlage, Solarthermie, ein Hauskraftwerk von E3DC, eine Wärmepumpe und Peter Burkhardt von Sonnenplan. Ganz entscheidend für die Energiewende ist ja das Thema Sektorenkopplung auch. Das heißt, dass jetzt Mobilität, Wärme und Komfortstrom, dass das einfach in einem Zusammenhang zu sehen ist, ne? Und dazu brauche ich einfach Photovoltaik, um meinen Strom selbst zu produzieren. Ich brauche Großteil Wärmepumpe, um meine Wärme draus zu machen. Ich fahre mit und natürlich will ich nachts auch von meinem eigenen Strom haben. Und von daher ist dieses Zusammenspiel Batteriespeicher, Photovoltaik, Wärmepumpe, E-Auto, ne, das ist eine ganzheitliche Sache. Und das ist für die Energiewende ein ganz entscheidendes Thema. Wie viel hatten wir denn an Verbrauch? Wir hatten ja eine Prognose, eine Vorausberechnung, was wir verbrauchen an Wärmepumpen, Stromverbrauch. Ja, das kann ich dir direkt sagen. Ich mache mal hier mein iPad an. Ja. Und wir haben ja im E3DC haben wir einen extra Zähler verbaut, ja, wo nur die Wärmepumpe dran hängt. Ja. Und das siehst du dann hier beim externen Verbrauch. Und da stehen sensationelle 3144 Kilowattstunden fürs ganze Jahr 2021. Das passt aber nicht zu deiner Prognose, die du mal abgegeben hast. Ja. Hast du dich da verrechnet? Das stimmt. Zum Glück habe ich mich verrechnet. Ich meine, wir sind ja von deinen 2500 Litern Öl ausgegangen. Ja. Das sind 25.000 Kilowattstunden. Sagen wir mal 24.000, lässt sich leichter mit rechnen. Und in der Praxis erleben wir es oft, dass dann der Wärmepumpenstrom einfach die 24.000 Kilowattstunden durch 4 ist. Das wären ja 6.000 Kilowattstunden. Ja. Und insofern bist du jetzt bei 3.000 Kilowattstunden gelandet, also halb so viel. Mhm. Und von daher sage ich, glücklicherweise haben wir uns verrechnet. Mhm. Ne? Wobei es ja auch kein Schaden ist, wenn die Realität viel besser ist als von dem, was man ausgeht. Ich meine, das wird dich ja sicher freuen und das merkst du ja auch im Geldbeutel. Ja. Ne? Ein altes Haus, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, brilliert mit niedrigsten Energieverbräuchen für die Wärmepumpe. Das hier steckt hinter dem Geheimnis. Zumindest ein wenig. Ein wassergeführter Kaminofen trägt seinen Teil für die Wärmeversorgung bei. Gerade dann, wenn es im tiefsten Winter von der PV-Anlage wenig Eigenenergie für die Wärmepumpe gibt. Wir brauchen für unsere Wärmeversorgung 8 Schüttraummeter Holz. Den konnten wir reduzieren von 15 auf 8. Der Wärmebedarf konnte unter anderem durch die Dämmung der oberen Geschossdecke gesenkt werden. Daraus erklärt sich der geringere Holzbedarf und natürlich durch die Wärmeversorgung der Wärmepumpe, welche die Ölheizung ersetzte. Ein Teil des Wärmebedarfs deckt auch die Solarthermie. Aber erst die Erweiterung der Photovoltaik und die Wärmepumpe brachte die Energiekosten zum Zusammenbruch, die sich nun so darstellen. Für den Bezug von Strom aus dem Netz muss Familie Klee-Kunisch 1240 Euro pro Jahr derzeit aufwenden. Hinzu kommen die Kosten für das Holz von 800 Euro pro Jahr. Insgesamt müssen also 2040 Euro für den Bezug von externer Energie bezahlt werden. Dagegen kommen die Erträge aus der Einspeisevergütung für den Überschussstrom. Die Eigenverbrauchsanlage erzielt damit 700 Euro pro Jahr und die Volleinspeiseanlage 3000 Euro pro Jahr. In der Bilanz spielt das Haus also 1660 Euro pro Jahr unter Abzug der externen Energiekosten ein. Das sind 140 Euro pro Monat plus. Ja, aber für mich ist es ja auch mal schön, dass
weil ich bin nicht der Typ, der so spitz rechnet mit den Zahlen. Jo. Aber das mal so zu hören, wie wenig wir doch da wirklich verbrauchen, abartig. Das ist ja der Hammer. Abartig. Das ist ja wie eine Spardose. Ja. Die Maßnahmen. PV-Leistung 20,3 kW Peak, die sich aus einer Anlage von 2006, 2014 und 2020 zusammensetzt. In der Wärmetechnik gibt es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, einen Pufferspeicher, einen Warmwasserspeicher, einen wassergeführten Kaminofen und Solarthermie. Als Stromspeicher kommt ein S10e Pro zum Einsatz mit einer nutzbaren Batteriekapazität von ca. 17,5 kWh. Für die Elektromobilität gibt es eine Renault Zoe. Ihr habt es von den Finanzen her gemacht. Habt ihr die Sachen finanziert? Ja, wir haben alle unsere Anlagen und das, was wir hier gemacht haben, über unser Kreditinstitut finanziert. Der Zinssatz ist auch nicht so hoch, aber irgendwo fällt das auch gar nicht ins Gewicht, weil wir haben ja auch Einnahmen über den Stromverkauf wieder, über das, was wir ins Netz einspeisen. Von daher ist das für uns nicht problematisch. Okay, und über welche Laufzeit habt ihr das gemacht? Über 10 Jahre. Ach so, ne? Das heißt ja auch, das ist ja eigentlich optimal für dich, weil du hast jetzt 2 Jahre schon rum, ja. Ne? Dann ja. Sind es noch 8 Jahre. Und ich meine, das heißt ja, wenn du in Rente bist, dann hast du dieses Thema weg und hast einfach günstige Energiekosten. Das ist ja wie ein zusätzliches Einkommen. Absolut. Und stell dir mal vor, du hättest das nicht gemacht und müsstest dann in deiner Rentenphase mit 4.000 Liter Öl, keine Ahnung, 6.000 Euro, müsstest du dann hier heizen. Ne, da müsstest du ja im Monat 500 Euro nebenhin legen. Und das ist ja die Frage, ob man sich das dann leisten kann. Mhm. Ja. Dann habe ich aufs richtige Pferd gesetzt, sozusagen. Ach, auf jeden Fall. So sehen die Kapitalkosten der energetischen Maßnahmen aus. Die erste Anlage von 2006 kostete 26.000 Euro und ist inzwischen abgezahlt. Dort gibt es nur noch Einnahmen. Die zweite Anlage von 2014 schlägt mit 99 Euro im Monat zu Buche und ist nach 10 Jahren abgezahlt. Die Anlage von 2020 für PV und Hauskraftwerk läuft ebenfalls über 10 Jahre und hat Kapitalkosten von 239 Euro pro Monat. Bei der Wärmetechnik muss die Wärmepumpe ebenfalls über 10 Jahre abgezahlt werden mit 216 Euro im Monat. Der wassergeführte Kaminofen wurde mit 3.000 Euro bar bezahlt. Macht alles zusammen 554 Euro Kapitalkosten im Monat aus. Nun der Vergleich zwischen den Energiekosten für die regenerative Lösung und den früheren Bezugskosten von konventioneller Energie. Monatlich gibt es ja einen Überschuss von 140 Euro aus der Einspeisevergütung. Dagegen gesetzt die Kapitalkosten von 554 Euro. Macht 414 Euro Energiekosten monatlich, solange noch abgezahlt werden muss. Danach ist alles for free. Für konventionelle Energiekosten mussten dagegen monatlich 663 Euro aufgewandt werden. Trotz Abzahlung von PV, Speicher und Wärmepumpe spart Familie Klekunisch also rund 250 Euro pro Monat ein. Dabei geht es nicht nur um die Ökonomie, sondern auch um die Ökologie. Denn bei der Energiewende geht es vor allem um die Reduktion von CO2-Emissionen. Ja, also das, was wir nicht in die Luft rausblasen mit Öl oder mit Gas, das haben wir im Grunde genommen eingespart, dadurch, dass wir über die Sonne unsere Energie reinholen. Eine Zeit lang mal war mein Mann sogar der Ansicht, vielleicht machen wir noch ein kleines Windrad hier irgendwo hin, damit wir möglichst autark sind. Also es ist auf jeden Fall ein Gewinn und ich wünsche mir im Grunde, dass es mehr Menschen gibt, die diese Entscheidung treffen, denn erneuerbare Energien sind im Grunde genommen das, was ja, unsere Welt vielleicht ein bisschen CO2-ärmer und letztendlich auch besser gestalten lässt. Jeder weitere Kommentar ist dazu eigentlich überflüssig. Denn die ökologische Notwendigkeit des Klimaschutzes ist inzwischen einer überwältigenden Mehrheit vollkommen klar und Aufgabe von uns allen. Dafür aber braucht es Informationen.
Also die Informationen kamen auch durch diese Filme Leben mit der Energiewende. Und da war das im Grunde genommen angesprochen schon, dass man unter anderem vielleicht auch ältere Gebäude mit einer Wärmepumpe ausrichten kann. Daraufhin hat mein Mann sich dann kundig gemacht, wer denn dafür ein Ansprechpartner sein kann. Und und dann haben wir jemanden gefunden, der das im Grunde genommen gemacht hat. Und dem haben wir auch vertraut, dass er diese Berechnung, die er da anstellt, im Grunde genommen hinbekommt. Und letztendlich hat es uns gezeigt. Also wir haben im letzten Winter es hier normal warm gehabt. Wir haben wenig verbraucht und ich denke, das zeigt sich ja dann darin, dass es im Grunde funktioniert. Dass es funktioniert, selbst bei ältesten Gebäuden, dieses Wissen und diese Erfahrung haben Millionen Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen noch vor sich, um ihren Lebensraum vor einem ökonomischen und ökologischen Zusammenbruch zu bewahren. So, hier ist die Bilanz fast ähnlich wie bei Familie Hölzel. Also wir haben auch eine Anlage von 2006 mit 26.000 Euro, die schon abgezahlt ist. Dann eine Anlage von 2014, die mit 99 Euro im Monat abgezahlt wird. Und eine Anlage von 2020, die mit 239 Euro abgezahlt wird. Dann hat man eine Wärmepumpe, die mit 216 Euro abgezahlt wird. Das heißt, wir haben hier 554 Euro pro Monat Kapitalkosten. Mhm. Jetzt schauen wir uns die Energiekosten an. Man hat einen Netzbezug von 1240 Euro pro Jahr. Man hat auch noch ein bisschen Holz. Das kostet sozusagen 800 Euro. Das heißt, man hat einen Gesamtenergiekostenbezug, Gesamtkostenenergiebezug von 2040 Euro. Dagegen kommt jetzt die Einspeisevergütung. Die ist hier unterschiedlich. Einmal gibt es 700 Euro im Jahr und einmal 3.000 Euro. So, und unterm Strich spielt auch dieses Haus aus den 30er Jahren 1.660 Euro Energiekosten pro Jahr ein, macht 140 Euro Energiekosten pro Monat. Dr. Piebring, sind wir im Grunde genommen, Holzel hat 120, die haben 140. Das eine ist ein Haus von 1969, das ist ein Haus von aus den 30er Jahren. Und solche Bilanzen, wir stellen es in die YouTube-Beschreibung ein. Wir haben bei autark, dem E3DC Magazin, alle Häuser durchdekliniert. 30er Jahre, 50er Häuser, 60er Jahre, 70er, 80er, 90er, Nuller bis heute. Bei allen diesen Häusern ist das im Grunde genommen so, dass die Häuser unterm Strich sozusagen noch Energiekosten praktisch einspielen, zur Verfügung haben. So, das Ganze funktioniert also. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Gesamtbilanz an. Also 140 Euro pro Monat werden eingespielt, dann muss man die Kapitalkosten davon abziehen, bleiben also 414 Euro übrig. Und jetzt könnte ich es wieder sozusagen durchgehen. Frühere Kosten für Komfortstrom, für Öl, für Kraftstoff, Holzbedarf waren früher 663 Euro und jetzt sind es 414. Also trotz Abzahlung 200 Euro im Monat bleiben übrig. Gute Sache. Das heißt, das funktioniert in diesem Fall also auch. Absolut, ja, das funktioniert. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass hier bei Klee Kunisch extrem viel Öl eingespart wird. Mhm. Und das schlägt natürlich auch extrem kräftig zu Buche. Ich weiß gar nicht, die Kosten, 1,80 Euro pro Liter Heizöl, weiß ich, da sind wir, glaube ich, nicht mehr. Aber grundsätzlich stimmen die Zahlen. Sie werden ja auch nicht durch mehr Einzelfälle besser oder schlechter. Das ist schon so die Wahrheit. Ja? Das heißt, Sie haben 2.500 Euro auf jeden Fall an Einsparung pro Jahr. So, und jetzt können wir sagen, wie Dr. Piebring das gerade erläutert hat, ja, wir können jetzt 50 Euro draufpacken, wir können 100 Euro draufpacken, wir können 100 Euro abziehen, gibt die verschiedensten Rechenbeispiele, ja. Wir haben hier auch die Situation, dass wir ältere Photovoltaikanlagen, die in das Konzert mit reinspielen, noch mit haben. In der Link-Beschreibung finden Sie genug Häuser, da ist gar keine ältere Anlage drin. Die Rechenbeispiele sind mehr oder weniger alle genau so und das zeigt sozusagen dieser Film. Und das ist das, was wir unmittelbar versuchen zu beweisen und zu zeigen, dass sie diese Effekte für sich selber heben können und heben sollten. Und wir haben ja die alten Energiekosten gezeigt. Und was für mich ganz wichtig ist, ist der Punkt, die Energiepreisbremse fällt ja jetzt weg.
Und jetzt ist das wieder sozusagen ein freier Spiel. Und viele Leute wie ich fallen in alte Stromverträge rein, die viel höher sind als sozusagen die Deckelung der Energiepreise. Und der große, große Vorteil, fast für mich der größte Vorteil ist, sie haben neben der Versorgungssicherheit diese Kalkulation für meine eigene Energie, die gilt ja für die nächsten Jahrzehnte, solange die Technik hält. Das heißt, das ist für mich, Herr Dr. Piepenbrink, fast der wichtigste Punkt. Ich habe eine Energiekostensicherheit. Ja, klar. Die haben sie aber auch, wenn sie ihr Haus dämmen. Nur wird es dann noch teurer. Na, ist klar, es ist eine Investition in die Gebäudetechnik. Und natürlich funktioniert die. Das ist ja die Basis unseres Geschäftsmodells. Aber das ist ja nur die monetäre Seite. Es gibt ja auch noch die Seite der CO2-Bilanz. Und die ist einfach auch genial bei diesen ganzen Systemen. Und hier ist dann noch gar kein CO2-Preis drin. Der wird ja auch über kurz oder lang kommen. Und selbst wenn er politisch weggemacht wird. Mhm. Aber man darf ja nicht vergessen, warum wir das machen. Ne? Das machen wir ja nicht, um Stromspeicher zu promoten und weil wir PV-Anlagen so schön finden. Das machen wir, weil es funktioniert, weil es zuverlässig ist und weil es richtig kräftig CO2 und Geld spart. Also ich erzähle ja sozusagen die Story seit 10 Jahren oder seit fast 12 Jahren der Energiekostensicherheit. Da bin ich immer ausgelacht worden. Als wir 2022, wo der Gaspreis mal kurz auf 25 Cent waren, gab es eben alte Häuser, die 30.000 Kilowattstunden Heizbedarf hatten. Das hätte dann 1.200 Euro im Monat Gas gekostet. Und da war plötzlich das Thema Energiekostensicherheit sozusagen da. Und ich prognostiziere Ihnen, dass dieses Thema ganz entscheidend wird, dass die Energiekosten, also diese Behauptung, Energiekosten bleiben gleich, die Energiekosten gehen hoch. Es braucht gar keinen Energiekostendeckel. Die Gaspreise haben sich binnen eines Jahres schlicht und ergreifend verdoppelt. Da redet keiner drüber. Ja, wir sind bei 12 Cent statt bei 6 Cent wie vorher. So, und das wird auch weitergehen. Und diese Energiekostensicherheit wird nochmal ein großes Thema. Das heißt, wir argumentieren die ganze Zeit jetzt schon über die Einsparungen. Aber das entscheidende Tool für mich wird sein, Sie gewinnen Energiekostensicherheit für die Zukunft. Und wenn Sie das nicht haben, dann wird Ihr Haus, sagen wir mal, wirklich finanziell eine Granate oder kann finanziell eine Granate für Sie werden. Und die Sicherheit kann ich mir ins Haus holen. Die Argumentation hat bislang noch nicht viele Leute interessiert, aber ich finde das sozusagen, für mich ist es fast das Wichtigste neben der CO2-Einsparung. Ja, da mein alter Chef pflegte zu sagen, zwei Sachen sind sicher. Wir werden alle sterben und wir werden immer Steuern zahlen. Und in dem Fall ist es halt so, dass die Steuern auf Energie nicht niedriger werden und auch die fossilen Energiepreise nicht niedriger werden. Was aber bewiesen ist, dass die Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien am Ende des Tages günstiger wird. Über Modulpreise, über Batterien und auch mit der ganzen Technik tendenziell gegenüber dem fossilen eine immer größere Preisdifferenz ausmacht. Und von daher ist es unweigerlich wahr, was Sie hier sehr schön zusammengestellt haben. Das Geld werden Sie auf alle Fälle ausgeben. Entweder Sie geben es dem Energieversorger, der kein Versorger ist, sondern ein Verkäufer ist. Und ein Verkäufer hat immer das Interesse, so teuer wie möglich zu verkaufen. Das garantiert uns Energiekostensteigerung bis in die nächsten Jahrhunderte. Plus steigende Kosten für CO2. Das wird versteuert, das wird immer teurer. Oder Sie nehmen das Geld, um Ihre eigene Anlage zu amortisieren, die Sie irgendwann in der Erzeugung von eigener Energie nahezu kostenfrei stellen wird. Das ist der Deal. Sie haben das in vielen Sendungen immer als Dauerschuldverhältnisse beschrieben. Und das ist ja genau das, was die sogenannten Energieverkäufer wollen. Sie wollen, dass sie dauerhaft an der Nadel hängen, sie dauerhaft beziehen müssen. Ist ja klar, ich möchte doch eine regelmäßige Einnahme irgendwie haben. Und darum geht es. Und es geht darum, dass Sie sich genau davon befreien. Und das ist das, was Sie mit Dauerschuldverhältnissen immer beschreiben. So ist es. Man muss wiederkehrende Belastungen in Einmalinvestitionen umwandeln. Und man muss dafür sorgen, dass man nicht die fossile Energie und das System bezahlt, mittels dessen die verbreitet wird. Sondern man muss sich seine eigenen rein elektrischen, erneuerbaren und effizienten Systeme schaffen, wo es nur geht. Und dass es geht, das zeigt das Fahrzeug und die Wärmepumpe, ob es der Bild-Zeitung passt oder nicht. Sie haben ja gestern in unserem Vorgespräch zur Sendung gesagt, es gibt einen schönen Begriff Total Cost of Ownership, den man ansetzen muss. Ja. Man muss sich im Grunde genommen angucken, was kostet mich der Kram über die gesamte Laufzeit. Und dann ist sowieso klar, dass die Eigenenergieversorgung das wirtschaftlichste Tool aller Zeiten ist. Ja, so ist es.
Es gibt nur eine Sache zu bedenken. Wenn man in Eigenenergieversorgung einsteigt, braucht man den richtigen Partner. Einen regionalen Partner. Und das Ganze ist ja eine zirkuläre Aufgabe. Sprich, man muss es halt auch instand halten, was aber auch bei Eigenenergieerzeugung Spaß macht und funktioniert. Und man kann es modular erweitern, man kann mitwachsen. Und von daher sehe ich der Zukunft sehr optimistisch entgegen, weil sie wird in jedem Fall voll elektrisch. Das ist genau der Punkt. Es findet, und das sagt der Film eigentlich noch nicht so richtig, es kommt jetzt eine Aktualisierung des Kinofilms. Der Film ist jetzt ein Jahr alt, er wird jetzt aktualisiert und da werde ich das nochmal präzise herausarbeiten. Es findet eine Umrüstung der Infrastruktur statt. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ja, ich spare jetzt einfach mal das gegenüber dem Netzbezug oder den Einkauf von Gas. Es findet eine Umrüstung der Infrastruktur statt. Alles wird elektrisch, alles wird verstromt. Haushaltsstrom haben wir schon, die Wärme kommt, die Mobilität kommt. Alles ist elektrisch, weil es gut speicherbar ist, weil es gut regulierbar ist. Wir haben das jederzeit zur Verfügung. Sie können es selber erzeugen, Sie können es selber direkt nutzen. Und deshalb geht es nicht nur darum, einfach mal ein bisschen Geld gegenüber dem Netzbezug zu sparen, sondern es geht darum, dass wir technisch die Häuser umrüsten und darauf müssen wir uns sozusagen vorbereiten. In den Kinofilmen gibt es dazu einen guten Satz von Ihnen, Dr. Piepenbrink. Sie haben nämlich gesagt, Speicherung wird genauso wichtig wie die Erzeugung. Nicht? Also es geht nicht nur darum, Kilowattstunden irgendwie zu haben, sondern es geht darum, dass in dem Systemumbau, von dem ich gerade gesprochen habe, Sie in die Eigennutzung kommen. Sie müssen das System beherrschen, Sie müssen die Energie zur Verfügung haben und deshalb wird Erzeugung und Speicherung in Zukunft auf alle Fälle gleich wichtig gesehen. Ja, es gibt sozusagen drei Arten von Kilowattstunden. Die selbsterzeugte, die selbsterzeugt zeitversetzte und die vom Markt zeitversetzt bezogene. Mhm. Und der Mix der drei, der bestimmt das perfekte prognosebasierte Energiemanagement der Zukunft. Und das Schöne ist, das Zeug funktioniert alles mit dem, was die Leute schon haben. Und nur der Speicher bringt sie dahin, die selbstproduzierte Energie dann nutzen zu können, wenn sie sie eben benötigen. Ja? Also es nutzt mir nichts, das ist so mein Problem. Ja? Ich reiße mich den ganzen Tag am Riemen und greife nicht in die Gummibärtüte und abends sozusagen stehe ich auf, da liege ich schon im Bett, gehe an den Schrank und hole mir die Gummibärtüte raus und esse sie die ganze Zeit auf. Da bringt mir das Einsparen der Gummibären tagsüber gar nichts, wenn ich mir abends dann doch die Gummibären holen muss. Und so ist es auch mit ihrer Eigenenergie. Sie müssen mit ihrer Eigenenergie auch in den anderen Zeiten oder in den schwächeren Zeiten, wenn es weniger Licht kommt, zu Rande kommen. Und deshalb braucht man den Speicher und deshalb reicht eben die Erzeugung nicht aus. Absolut. Und man muss auch noch die maßgeblichen Werttreiber dieses Geschäfts, das Auto und die Wärmepumpe, auch intelligent zeitversetzt beladen. Und das ermöglicht die Technik auch. Jetzt kommt die Aktualisierung, ich habe es gerade schon angekündigt, jetzt kommt die Bidirektionalität. Die Bidirektionalität ist da und wie das ausschaut, haben wir uns in einem konkreten Fall angeguckt. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das Auto mit dem Haus. Alles wird eins. Es geht nicht nur darum, Energiekosten zu sparen, indem man Energie selber produziert. Es geht vor allem darum, dass alles verstromt wird. Die berühmte Sektorenkopplung. Komfortstrom, Wärme, Mobilität. Es geht um eine Umrüstung unserer Infrastruktur auf Strom. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Nämlich die Infrastruktur verändern. Dass Sie Ihr Haus fit für die Zukunft zu machen. CO2 wird in Zukunft besteuert und immer teurer. Fossile Energie ist nicht mehr so viel verfügbar, wie wir sie benötigen auf Dauer. Und es wird unbezahlbar. Und genau deshalb ist es wichtig, dass man mit der Bidirektionalität auch Strom nach Hause fahren kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ein Haus hängt am Auto. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bidirektionalität nennt man das. Markus Hackmann ist Vorreiter bei der Bidirektionalität und arbeitet bei einem Technologieunternehmen. Dr. Andreas Piepenbrink bietet mit seinem Unternehmen jetzt erste Möglichkeiten, die Bidirektionalität realisieren zu können. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das Auto mit dem Haus. Die Bidirektionalität ermöglicht es, dass Auto und Haus sich gegenseitig versorgen.
Naja, die Energiewende benötigt die Anpassung von Erzeugung an den Verbrauch. Auf Deutsch Last- und Leistungsverschiebung. Das können die Fahrzeuge, weil sie große Batterien und große Leistungen haben, besser als alle anderen Speicher. Das Haus von Familie Hackmann besitzt bereits eine Photovoltaikanlage und einen Stromspeicher. Trotzdem macht es großen Sinn, dass das Auto Strom in das Haus zurückschicken kann. Der Trick bei Familie Hackmann? Im Winter lässt sich die Batterie im E-Auto als zusätzlicher Speicher für die selber produzierte Energie nutzen. Und das erhöht die Autarkie. Also ich kann das persönlich für mein Haus gebrauchen, weil ich jetzt ungefähr 7 Monate komplett energieautark bin. Und mit dem Vehicle to Home, mit dem bidirektionalen Laden, denke ich, werde ich auf 9 Monate komplette Energieautarkie kommen. Und deshalb kann ich es persönlich gebrauchen. Und beruflich kann ich es deshalb gebrauchen, weil wir jetzt live die ersten Erfahrungen machen dürfen und dann auch mit Politik, mit Kunden, mit den Menschen das auch zeigen können, dass es tatsächlich funktioniert und nicht irgendwas ist, was man mal irgendwann vielleicht erleben darf, sondern ehrlicherweise beginnt das Ganze ja jetzt heute und dafür sind wir ja zusammen. Ist der Heimspeicher von Familie Hackmann also voll, wird der Überschuss in das Elektroauto geladen und kann später wieder aus dem Auto für den Eigenverbrauch abgerufen werden. Denn die große Batteriekapazität im Auto wird im alltäglichen Fahrbetrieb kaum ausgenutzt und lässt sich so für die Hausversorgung mitbenutzen. Wir sehen hier auf dem Display bidirektionales Laden. Kann das Auto das hier schon? Dieses Fahrzeug kann das. Das ist ein ID.4 mit neuestem Softwarestand 3.5 und einer 77 Kilowattstunden Batterie. Das Fahrzeug kann 4000 Stunden lang entladen und 10.000 Kilowattstunden Energiemenge. Das bedeutet, dass der Volkswagen-Konzern eine zusätzliche Fahrleistung von 50.000 Kilometern im Rahmen der Garantie springen lässt, um den Lade- und Entlade-Energiebetrieb für Häuser zu ermöglichen. Die Bidirektionalität ermöglicht es auch, dass Kapazitäten von Windrädern und großen Solaranlagen, die nicht in das Stromnetz eingespeist werden können, nun in die E-Autos geladen, nach Hause gefahren und sich dort entladen lassen. Das ist die bereits angesprochene Lastverschiebung. Da muss die Bidirektionalität helfen, denn die Fahrzeuge sind da. Langfristig gibt es mehr Speicher in Fahrzeugen als in allen anderen Speichern, Stand heute. Und die sind ja nutzbar. Und der Zugriff auf die Technologie ist standardisiert möglich. Der große Vorteil vom Fahrzeug, standardisierte Schnittstellen. Und das kann man tun, wird man tun. Genauso wie man sie lädt, kann man sie auch entladen. Wie aber sieht der Entladevorgang nun konkret aus? So, Markus, dann gucken wir mal. Ne? Erstmal stecken den Schlüssel. Schauen wir mal, was er macht. Also, Markus, Ladeort hast du ja schon eingestellt. Ja. Softwarestand stimmt. Zwischen 20% und 80%, wenn du Bidi eingestellt hast, entlädt er ja in den Heimspeicher und dann in dein Haus. Machen musst du ja nichts, außer die DC-Schnittstelle benutzen. Du musst das Kabel einstecken. Ja. Verriegeln tut er automatisch. Grün heißt laden, blau heißt entladen. Jetzt macht er Vorbereitung, jetzt gucken wir mal, ein bisschen dauert es natürlich. Er müsste jetzt eigentlich in Vorbereitung gehen und danach noch die restlichen 12%, ich glaube, wir sind viel gefahren gerade, ja, in den Heimspeicher umschiften. Das heißt, 10 Kilowattstunden wird er jetzt bei diesem Fahrzustand ins Haus entladen. Ja, super. Sofern er gleich auf blau umschwenkt. Tut. Jetzt entlädt er. So, schau mal. So, sehr gut. Geht ja alles vollautomatisch. VW sagt, ein Auto kann ein Haus mehrere Tage versorgen. Stimmt das? Das ist richtig. In dem Fahrzeug haben sie 60% der Batteriekapazität, also grob 45 Kilowattstunden, die Sie entladen können. Und ja, ist vielleicht jetzt kein vollelektrisches Haus, aber Sie können da 2 Tage sicherlich überbrücken. Mitten im Dezember, im Winter. Jetzt können wir die volle Wirkung von Bidirektionalität erleben. Das Haus ist im Winter mit dem im Auto zwischengespeicherten Strom aus der Eigenenergieerzeugung autark. Netzbezug? Keiner. Dein Hauskraftwerk ist hier? Ja. So sieht das aus, Markus.
Und da siehst du es auch. Boah, das heißt, genial. Er gibt jetzt 2650 Watt an dein Haus ab, beziehungsweise Sonne und Fahrzeug laden jetzt deine Batterie mit 5 kW. Prima. Und aktuell brauchst du ungefähr 1750 Watt. Das heißt, er wäre jetzt sozusagen, dein Fahrzeug wäre der zweite Heimsprecher. Ja, schöne Lastverschiebung, ne? Sieht man jetzt gerade. Ne? 9,6 Kilowattstunden zeigt er dir auch an. Die wäre er noch bereit abzugeben. Ne? Da lacht das Herz des Ingenieurs. Um es noch einmal zu verdeutlichen, was hier gerade passiert. Das Auto entlädt insgesamt 10 Kilowattstunden und shiftet es in den Heimspeicher. Im Auto verbleibt einfach die Strommenge, welche man für den Fahrbetrieb noch benötigt. Das Display im Speicher zeigt es. Aus dem Auto wird mit rund 2,5 kW Leistung Strom entladen. Aus der PV-Anlage kommen 4,1 kW und das Haus benötigt gerade 1,7 kW Leistung. Dies bedeutet, dass das Haus zu 100% aus Eigenenergie versorgt werden kann und gleichzeitig mit über 4 kW die Batterie des Heimspeichers für eine spätere Stromnutzung aufgefüllt wird. Auf alle Fälle haben wir hier und heute, mitten im Dezember, 100% Autarkie. Ich war jetzt von Mitte März an autark, tatsächlich, bis Mitte Oktober. Da habe ich nie Strom zukaufen müssen, tatsächlich. Und wenn wir jetzt bidirektionales Laden haben, habe ich ja das große Glück, dass mit dem Auto zusammen auch weiterer Strom gespeichert oder umgeschiftet werden kann. Und ich gehe jetzt davon aus, das habe ich mir grob durchgerechnet, dass ich 2 weitere Monate schaffen kann. Das heißt, ich wäre 9/12 des Jahres 100% energieautark. Und das fixt mich als Ingenieur natürlich total an, dieses Ziel zu erreichen. Natürlich will jeder 100% schaffen, aber 3 Monate haben wir ja viel zu wenig Sonnenschein. Das geht einfach in Deutschland nicht tatsächlich. Da müsste ich andere Lösungen finden, aber 9/12 des Jahres, 100% energieautark, ist, glaube ich, schon mal ein cooles Statement. Wohlgemerkt, das Auto entlädt gerade die Energie, welche zuvor aus der PV-Anlage dort hineingespeichert wurde. Nun gelangt der Strom wieder in den Heimspeicher und dient der Hausversorgung. Genau dies bedeutet Lastverschiebung. Werden denn die Autos diese Standards alle können? Wird es da einen einheitlichen Standard geben? Ganz klar ja, es wird einheitliche Standards geben, ist ein bisschen komplex. Es gibt zum Beispiel einen Standard, wo das Fahrzeug ein Notstromaggregat ist mit einer eigenen Steckdose, der Vehicle-to-Load-Standard, wo das Fahrzeugladegerät quasi Inselgenerator ist. Das ist aber nicht für netzgekoppelten Betrieb oder Eigenstrombetrieb verwendbar, ist aber einfach eine sinnhafte Zusatzfunktion des Ladegerätes. Und der eigentliche Standard, den wir hier zum Beispiel sehen, das Gleichstromladen und Entladen ist ja bereits Standard. Das Fahrzeug braucht lediglich ein dafür geeignetes Steuergerät und ein Batteriemanagementsystem, was das zulässt. Und das werden meiner persönlichen Einschätzung nach alle Automobilhersteller machen, weil es eben kaum Mehrkosten generiert, aber einen erheblichen Mehrwert. Die Edison Wallbox von E3DC kann also das Auto laden und entladen. Und arbeitet direkt mit dem Hauskraftwerk von E3DC zusammen. Das alles nennt sich Vehicle to Home. Vehicle to Home kommt auf breiter Front, gibt es hinreichend Studien. Und es kommt auch schlicht und ergreifend, weil es geht. Und weil es einfach ist. Und weil es einen Mehrwert darstellt. Und weil Leute, Menschen, die Investitionsgüter kaufen, die nicht nur für Fahrbetrieb haben wollen, sondern auch für energetischen Betrieb, für Gebäude. Die Bidirektionalität eröffnet eine völlig neue Dimension der Eigenenergieversorgung. Sie macht diese erst richtig rund. Auch und gerade, wenn die Bürger und Bürgerinnen Überschüsse aus der Erzeugung regenerativer Energie und Windräder nach Hause fahren können. Zum Beispiel durch Laden am Arbeitsplatz oder beim Supermarkt. Die nach Hause gefahrene Energie ließe sich zum Beispiel ideal einsetzen, um damit im Winter Strom für die Wärmepumpe zur Verfügung zu haben. Also genau dann, wenn es in der dunklen Jahreszeit mit Strom vom eigenen Dach für die Wärmepumpe knapp ist. Und es kommt sogar noch besser. Das Hauskraftwerk wird in Zukunft danach schauen, wann es an der Strombörse preiswert Strom gibt, sie kaufen und die Energie in den eigenen Speicher oder das Auto packen, um den Strom dann zu verwenden, wenn man ihn benötigt. Werden wir anfangen, Wärmepumpen mit umgeschifteten Strom aus dem Elektroauto zu Hause fahren? Ganz klar ja. Dabei, das kann man auch ganz einfach erklären.
Man hat im Winter auch bei Eigenenergieerzeugung auf gar keinen Fall die Energie, um ein Fahrzeug zu beladen und in der Regel auch nicht für die Wärmepumpe. Warum soll man dann nicht sein Fahrzeug beladen und den Teil für die Wärmepumpe zeitversetzt aus dem Fahrzeug holen? Das heißt, die Anwendung ist ganz klar, mache das Auto günstig mit Nachtstrom voll und transportiere es danach entweder direkt oder über den Heimspeicher in die Wärmepumpe. Oder fahren wir sozusagen Wärmepumpen abends und nachts mit überschüssiger regenerativer Energie vom Tag. Das wäre auch möglich. Das wäre auch möglich. In jenem Fall kommt raus, egal ob ich Eigenerzeugung habe oder nicht, ich kann das Fahrzeug als Shiftspeicher oder als Lastverschiebungselement überall benutzen, ob im eigenen Heim, im Mehrfamilienhaus oder im allgemeinen Stromnetz. Ich brauche nur unterschiedlich lange, weil die ganzen Energiegeschäftsmodelle noch nicht entwickelt sind und die Ladeinfrastruktur noch nicht so weit ist. Deshalb fangen wir mit dem Eigenheim an. Das Konzept der Bidirektionalität wird den Menschen auf alle Fälle einleuchten und sie werden diese für sich nutzen wollen. Man muss noch mal ganz klar hier an diesem Ort, an dieser Stelle sagen, was das für eine gigantische Chance ist. Bisher werden Fahrzeuge mit arabischem Erdöl betrieben und jetzt habe ich die Möglichkeit, sie demokratisch mit Strom, mit eigenem Strom, erstens CO2-frei zu betanken und zweitens sehr flexibel zu betanken und die CO2-Bilanz von Fahrzeug und Haus gesamthaft zu minimieren. Und letztlich ist das der einzige Grund, warum wir das machen. Das heißt, das bidirektionale Fahrzeug ist ein ganz klarer Wertbeitrag, um die CO2-Bilanz von Häusern und Fahrzeugen in Summe zu minimieren und die Primärenergiebedarfe drastisch zu reduzieren, nebst allen technischen und ökonomischen Spielereien. Wenn man da hinkommt, dass die Leute von sich aus sagen, wow, das ist eine tolle Innovation und auch mit der Bidirektionalität, ich habe jetzt verstanden, ich kann hier überwiegend aus dem Auto mein Haus betreiben. Wie cool ist das denn? Ich versorge mich irgendwie selbst, wie mit den vier Hühnern vor der Tür. Also ich muss nicht mehr viele Eier kaufen. Ich habe vier Hühner, die uns versorgen. Ich glaube, wenn du da hinkommst, dann wird es wirklich funktionieren in der Breite. Die Bidirektionalität kommt und bedeutet, dass die Bürger und Bürgerinnen ihre Eigenenergieversorgung noch viel besser unter Kontrolle bekommen. Die Bidirektionalität, da bin ich mir ganz sicher, wird Standard, auch bei Ihnen zu Hause. Und wenn Sie dann abends nach Hause kommen, dann fragt Ihre Partnerin oder Partner Sie, Schatz, wie viel Kilowattstunden hast du heute mitgebracht? Herr Dr. Piepenbrink, wächst jetzt zusammen, was zusammengehört, das Haus und das Auto? Selbstverständlich, denn beide basieren auf Strom und Strom kennt keinen Ort. Das, was jetzt kommt, das, was wir gerade gezeigt haben, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen fasziniert. Auf der einen Seite die selbstproduzierte Energie stärker nutzen zu können, indem ich sie in das Auto praktisch hineinspeichere und auch wieder zurückhole. Und der zweite Punkt ist, dass man draußen herumfährt und sozusagen Energie in der Mittagszeit haben wir durch Wind, durch Sonne massenhaft zu viel an Energie ins Auto zu speichern und nach Hause zu fahren. Meine These ist, der Mensch ist Jäger und Sammler. Er sammelt Energie vom Dach. Er jagt Energie mit der Kilowattstunde unterwegs. Ich glaube, das ist wirklich zwei menschliche Urinstinkte werden bedient. Dr. Piepenbrink, ich bin davon überzeugt, dass das Standard wird, dass die Leute das machen wollen. Und dann wird das ganze Energieversorgungskonzept erst komplett, ja, weil die Lücke, die sie ja vorher gehabt haben, trotz Eigenenergieproduktion, trotz Speicher, kann ich mit der Bidirektionalität zumindest extrem verkleinern. Ja klar, ich kann sogar noch viel mehr machen. Ich habe halt einen großen Speicher und ich kann einfach Strom ganz woanders hinfahren, zum Beispiel vom Arbeitgeber nach Hause. Ich kann auch diesen großen Speicher viel, wenn er denn zu Hause parkt, viel umfangreicher beladen. Und vor allen Dingen kann ich im Winter, wenn ich das Fahrzeug zum Beispiel vom Markt belade mit günstigerem Nachtstrom, kann ich ihn auch in den frühen Morgenstunden schon in die Wärmepumpe abgeben. Von daher ist das Fahrzeug eigentlich ein riesen Flexibilitätsmechanismus für die Eigenenergieversorgung.
Und dazu brauche ich nicht mal sozusagen die Netzdienlichkeit. Das kann ich alles 3-2-1 Mainz mäßig machen. Und der regulatorische Rahmen, der ist dazu gegeben, nennt sich Vehicle to Home. Und das ist auch genau das, was wir machen. Sprich, das machen wir zuerst. Und der Rest ist die Kür. Das kann man auch machen. Und dann kann man die Energiewende natürlich auch noch netzdienlich weiterbringen durch aggregierte Speicher, indem sozusagen auch die Nicht-Eigenstromverwender davon was haben. Also Vehicle to Home, das kommt, das geht auch, das ist gesetzlich erlaubt, da braucht es jetzt gar keine großen gesetzlichen Regelungen. Das ist sogar dienlich für die Energiewende, habe ich gerade schon gesagt. In der Mittagsspitze, auch im Winter, haben wir zu viel erneuerbare Energie. Das können die Leute sozusagen nach Hause fahren. Bis hin zur Vision, dass sie ihre Wärmepumpe mit Strom aus dem Auto in dem Shiften in die Heimspeicher mit betreiben können. Ein weiterer großer, wichtiger Punkt der Energiewende, des ganzen Deals. Das heißt, das wird passieren, das wird es praktisch ergänzend geben. Wir haben mal hier, ich stelle mal einen Link in diesen Film noch mit ein, wir haben mal das 360-Grad-Prinzip von E3DC vorgestellt. Das heißt, Sie bekommen ein Gesamtsystem. Sie produzieren die Energie auf dem Dach, Sie speichern das, Sie beladen das Auto, Sie holen sozusagen Energie aus dem Auto wieder zurück. Sie werden zu viel Energie durch Direktvermarktung an die Strombörse bringen und verkaufen. Sie werden Energie dann kaufen, wenn sie billig am Strommarkt zur Verfügung ist und sozusagen ihren Stromspeicher einladen und dann sozusagen verwenden. Das heißt, für uns als Bürgerinnen und Bürger wird mit der Bidirektionalität und mit der Teilnahme am Strommarkt im Grunde genommen das Versorgungskonzept jetzt komplett. Ja, man kann das auch nochmal für die vielen treuen Zuschauer plakativer sagen, weil letztlich Strom kann sich ja nicht jeder vorstellen, ja. Ist ja erstens unsichtbar und zweitens teilweise sogar gefährlich, außer bei 3DC. nein, man hat ja einen Komfortstrombedarf von unter Freunden 10 Kilowattstunden pro Tag. Man hat einen Wärmebedarf, natürlich vorwiegend im Winter, von 20 bis 30 Kilowattstunden. Daran sieht man schon, dass man viel mehr Wärme elektrisch braucht als der Kühlschrank und der Fernseher. Und das Fahrzeug, je nach Fahrstrecke, hat ja auch 20 bis 30 Kilowattstunden. Und man sieht schon, dass in vielen Anwendungen die Wärme und die Mobilität einen viel größeren Anteil hat. Mhm. Und alleine deshalb, weil das Fahrzeug auch der größte Speicher ist, muss die Bidirektionalität sozusagen liefern. Weil der kleine Speicher, der kann das ja noch nicht mal im Sommer und die große Sonne habe ich nur im Sommer und die kleine Sonne im Winter, ist einfach auf das Wechselspiel vom Fahrzeug angewiesen. Das heißt, das Auto muss der Wärmepumpe und der wenigen Sonne aufs Pferd helfen. Und das kann es natürlich auf unterschiedliche Weise machen. Wichtig ist nur, dass es machen muss. Es ist also kein kann man machen, sondern eigentlich ein muss man machen. Und Sie haben ja gesagt, das ist der fehlende Baustein, so ist es auch. Aber man muss sich nochmal klar machen, Weihnachtszeit ist ja auch Kuchen und Adventszeit. Wenn man einen Kuchen backt, ja, es gibt also 5 Eier und 4 Eier sind Elektroauto und Wärmepumpe und ein Ei, ja, ist sozusagen der Komfortstrombedarf. Und ich kann ja die 4 Eier nicht ignorieren. Oder ich kann ja nicht sagen, ja, Wärmepumpen und Elektroautos, da habe ich halt keine Lösung für. Und Bidi ist halt die Lösung. Und der Mensch versteht, dass man Auto fährt und heizt, aber er muss jetzt auch noch verstehen, wie Energierückgewinnung, ja, sozusagen Redispatch 3.0 für die einzelversorgten Gebäude in den eigenen 4 Wänden geht. Das machen wir. Die Sendung Dr. Piebrink heißt ja Leben mit der Energiewende TV. Ich könnte sie auch nennen Magazin der Wahrheit. Denn, darauf kommen wir jetzt auf die Wahrheit, die gezeigte Lösung mit der Edison-Box von E3DC, das ist ja im Moment noch eine ziemlich teure Lösung. Und es gibt so den Eindruck der Leute, jetzt kommt die Bidirektionalität, aber die wird wahnsinnig teuer. Und deshalb wird das gar nicht richtig wirtschaftlich. Und in der Tat, die Box, die Sie jetzt verkaufen, die man kaufen kann, die ist auch noch teuer. Ja, sicher ist die teuer, was sonst? Ich meine, es ist eine Kleinserie und wichtig ist aber nicht, dass sie teuer ist. Sie funktioniert und sie ist natürlich ein Meilenstein, weil sie ist ein Technologiebeweis.
Und es ist das perfekte System. Ja? Es ist ein Porsche 911 GT3 RS in elektrisch, weil sie haben einen riesen Eigenstromspeicher, sie haben eine perfekte Notstromversorgung und sie haben das Wechselspiel mit dem Markt für das Haus. Und mehr können sie nicht erwarten. Und das Wichtigste ist, mit dem S10M, sprich der Nachfolgelösung, wird das bezahlbar. Und genauso ist die Marktlogik. Erstmal Pionier. Wir brauchen ja Pioniere. Wir brauchen ja Leute, die die Welt entwickeln, ja? Das Gesundheitswesen ist auch nicht an einem Tag erfunden worden. Und wir sind die Pioniere. Wir bringen die Welt weiter. Und die ganze Welt kriegt es dann zeitversetzt in 1 bis 2 Jahren in bezahlbarer Form. Aber man kann uns ja nicht vorwerfen, dass wir die Sache nicht angehen. Und die Lösung ist sozusagen in sich perfekt. Und daraus gibt es ja auch 2 fundamentale Schlussfolgerungen, die die Menschheit verstehen muss. Die Garage wird der neue Keller. Und unsere Lösung kann man überall applizieren. Ja, das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, das bidirektionale Fahrzeug wird auch der neue perfekte Universalspeicher. Jetzt, meine Damen und Herren, bekommt Herr Dr. Piepenbrink von mir in der Sendung eine Ermahnung. Sie haben schon wieder ein Stichwort gebracht, was ich bringen wollte. Echt? Ja, nämlich das Stichwort S10M. Ja. Können Sie sich noch erinnern, auf der Intersolar 2022 sind Sie mit dem S10M als Konzept angekommen. Mhm. Und da habe ich gedacht, meine Damen und Herren, was will er denn eigentlich damit, mit dem Teil? Ja? Wir zeigen Ihnen mal einen Ausschnitt davon, wie wir das Gerät 2022 angekündigt haben. Wir denken, dass wir in der Garage ein kleines Hauskraftwerk benötigen. Und wenn wir sagen Hauskraftwerk, dann meinen wir das auch. Das heißt, wir meinen nicht das große Hauskraftwerk aus dem Keller, sondern wir meinen das neue, kleine Hauskraftwerk in der Garage. Ich meine, jetzt muss ich noch kurz eine Frage stellen. Sehe ich das richtig, dass Sie ein Hauskraftwerk anbieten, was erstmal keine Batterie hat? Ja, aber es gibt eine Option für die Batterie und ich möchte das Konzept mal kurz erklären. Das ist eigentlich eine einfache Bildergeschichte. Man soll sich das gut merken, weil es kann mal sehr wichtig werden. Denn wir bieten erstmal an einen DC-Lader für die Garage. Das ist noch kein Vorteil, aber ich könnte zum Beispiel stufenlos Solarstrom laden. Ich könnte auch, wenn ich mit Vehicle2X Geld verdienen kann, kann ich auch mit diesem Gerät das Auto entladen. Ich kann es auch ins Haus entladen. Was ich auch machen kann, ist, ich kann es als Doppellader benutzen, denn ich kann durch den einfachen Aufbau des Gerätes auch sehr kostengünstig noch einen AC-Lader in dieses Gerät bringen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Gerät, mit dem ich zwei Autos gleichzeitig laden kann. Ich kann aber auch das DC-Fahrzeug in das AC-Fahrzeug umladen. Mhm. Ich kann auch beide solar laden. Ich kann auch PV anschließen, weil dieses kleine Hauskraftwerk eben auch ein PV-Wechselrichter ist. Das heißt, mit dieser Einrichtung kann ich beispielsweise auch Photovoltaik direkt in beide Fahrzeuge bringen. Auch eine interessante Anwendung, ohne dass ich ein großes Hauskraftwerk brauche. Ich kann auch den Eigenstromspeicher optional zubauen. Das heißt, ich kann zwei Autos und eine Batterie betreiben oder ein Auto als Batterie und einen Heimspeicher. Ich kann zum Beispiel die Batterie tagsüber mit Solarstrom laden und abends ins Auto umladen, ohne dass ich ein Hauskraftwerk im Keller brauche. Ich kann aber auch erstmal sagen, ich mache mir auch eine Notstromversorgung, klassisch mit PV und Batterie. Ich kann auch diese Notstromversorgung mit dem Fahrzeug als Batterie verwenden. Und ich kann auch völlig unabhängig davon, kann ich diesen Lader einfach als Standard-Ladeoption für ein Hauskraftwerk nehmen. Und das heißt, man hat sozusagen die ganze Speicher- und PV-Technik und die Ladetechnik in einem Gerät in der Garage. 2023 stand es dann tatsächlich auf der Messe. Und da haben wir das Gerät so erklärt. Das ist dann tatsächlich das Hauskraftwerk ohne Batterie, was man bekommen kann. Aber man kann tatsächlich die Stackbatterie ransetzen oder
auch entsprechende Farming-Systeme nutzen. Genau, das ist eigentlich eine Ladebox, die mitwachsen kann. Ja, ich kann also einfach sagen, das ist meine Ladestation für zu Hause. Und das, was wir vorhin mal gesagt haben beim SE, könnte man hier halt auch machen. Ich könnte da eine Batterie daneben stellen und ich könnte auch das Dach vom Carport beispielsweise mit PV belegen und somit meinen Teil noch dazu beitragen, dass das Auto entsprechend solargeladen werden kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man in jedem Fall ist es sinnvoll, ist auch eine Hausbatterie zu haben, vielleicht nicht in jeder Größe, aber dass wir nicht aus dem Auto Kleckerleistungen beziehen, sondern dass wir mit dem Shiftbetrieb vom Auto mit großer Leistung die Hausbatterie beladen und die dann mit kleinen Leistungen das Haus versorgt, oder? Richtig. Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, ist es so gedacht, dass für kleinere Leistungen die systeminterne Batterie verwendet wird und für größere Leistungen die Autobatterie. Und das Tolle an diesem S10M-Gerät, und ich glaube, das wird ein Gerät der absoluten Zukunft. Wir reden ja von Bidirektionalität und wir reden hier von Vehicle to Home. Also dieses Auto ermöglicht nicht nur Bidirektionalität, sondern es ermöglicht tatsächlich die direkte Integration des Autos in das Haus, Herr Guttendorf. Und jetzt der Punkt, da noch keine Batterie dran ist, ja, spart das ja im ersten Schritt erstmal viel Geld. Das heißt, da heißt die Bidirektionalitätslösung oder Vehicle-to-Home-Lösung, das ist finanziell gar kein riesiger Hammer. Ich steige eigentlich mit einem relativ preisgünstigen Gerät ein, wenn ich mir die Batterie zunächst spare. Hab die volle Bidirektionalität, hab Vehicle-to-Home, habe einen Wechselrichter, habe einen Hybrid-Wechselrichter und kann dann zum Beispiel die Stackbatterie später nachrüsten. Und damit wird dieser Einstieg ja extrem günstig. Ja, so ist es. Also natürlich nur dann, wenn Sie die Anschaffungskosten des Autos nicht berücksichtigen. Aber, das stimmt. Aber dann, ja, dann haben Sie recht. Also dann können Sie ziemlich günstig in die Vehicle-to-Home-Anwendung reingehen und Sie können das dann sukzessive aufrüsten. Und auch dieses Gerät wird im Farming-Betrieb zu betreiben sein, sodass es auch funktioniert, dass das an der Wand draußen hängt und ein S10X, ein S10 Pro, was auch immer im Keller steht und hier als Farm zusammenarbeiten, ihre Energie tauschen. Und jetzt habe ich eigentlich verstanden, dass dieses Gerät das Tool ist, was den Einstieg in die Bidirektionalität preisgünstig machen wird. Deshalb ist das für mich ein Gerät für den Weltmarkt, weil Sie haben zwei Ladeschnupsel, Sie haben den Wechselrichter, Sie haben die Bidirektionalität und die Batterie erstmal nicht dabei. Das heißt, das S10M wird das wirtschaftliche Gerät zum Einstieg in die Bidirektionalität. Das S10M ist die deutsche Innovationswaffe gegen die chinesische Übermacht, mit der unsere Kunden ihre Portfolien überfluten können gegen den unerträglichen Wettbewerb. Sie haben es gerade gesehen, das S10M hat zwei Ladeschnupsel und einen Wechselrichter dran. So, und damit kann ich es im Grunde genommen an alles an Infrastruktur ranhängen, was ich schon habe. Genau so ist es. Das S10M standardisiert die gesamte Technik derart, dass die Garage der neue Keller wird oder auch der Keller in der Garage arbeiten kann. Es ist die Zusammenfassung, die perfekte technologische Zusammenfassung von Photovoltaikerzeugung, stationärer und mobiler Speicherung und auch noch Weitergabe von Energie in Nicht-BIDI-Fahrzeuge. Mehr kann und wird es nicht geben. Dazu kommt ein perfektes Software-Ökosystem und damit denken wir, dass wir den chinesischen Wettbewerbern, zumindest für unsere Kunden, nachhaltig die Standards setzen. Und das wird auch Zeit. Ja, das ist einfach völlig genial, weil den Wechselrichter brauche ich sowieso, die Ladeschnupsel brauche ich sowieso. So, und dann kriege ich praktisch die Bidirektionalität noch mitgeliefert und eine Batterie kann ich dann später noch dazu rüsten, wie ich das Ganze haben will, oder nehme erstmal mein Elektroauto und damit ist der Einstieg in die Bidirektionalität total modular, was ja sowieso ein totaler Vorteil der Energiewendetechnik ist, dass wir es modular machen können. Das heißt, die Leute können es Stück für Stück machen, können ihr Elektroauto sofort nutzen und das wäre für mich der wirtschaftliche Durchbruch für die Bidirektionalität. Absolut, um es mit Frau Baerbock zu sagen, ich kann an 565 Tagen in 100.000 Kilometer entfernten Ländern Also es ist sozusagen, so, jetzt kommt die Frage, da wird Herr Dr. Piepenbrink das Lachen sofort in der Sendung der Wahrheit vergehen. Herr Dr. Piepenbrink, ab wann können wir denn mit dem S10M rechnen? Wir haben beim S10M eine klare Entwicklungsroadmap
Und ich gehe fest davon aus, dass wir im Q4 2025, das wären noch genau 2 Jahre, die ersten glücklichen Kunden haben. Genau. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir ja Stück für Stück aufbauen können. Sie können sich jetzt erstmal um Ihre Eigenenergieversorgung kümmern. Sie können das konzipieren. Sie können das umsetzen. Sie können die Sektorenkopplung, Komfortstrom, Wärmemobilität machen. Und im 4. Schritt nehmen Sie die Bidirektionalität noch dazu. Es muss nicht alles sozusagen auf einmal gemacht werden. Und deshalb kann man die Aufgaben heute schon angehen. Absolut. Um nochmal mit den Worten von Frau Baerbock zu sprechen. Kein Kobold. Nutzbar an 565 Tagen in bis zu 100.000 Kilometer entfernten Ländern. Ist die Außenministerin Ihre Lieblingspolitikerin, Herr Dr. Pebenbrink? Ich finde, rein persönlich, es reicht nicht, einen unklaren Gedanken zu haben. Man muss ihn auch aussprechen. Um einen klaren Gedanken auszusprechen, Dr. Pebenbrink hat es in der Sendung schon gesagt, das Ganze, was wir hier machen, hat nicht nur damit was zu tun, dass wir sagen, sie sollen Geld sparen oder Energiekostensicherheit haben. Das Ganze wird und soll gemacht werden, um sozusagen CO2 aus unserem Energiekreislauf herausbringen. Und das ist für den Klimaschutz unbedingt notwendig. Und jetzt können Sie sagen, ja, in der ganzen Welt wird sozusagen weiter CO2 emittiert. Die Chinesen machen das, die Inder machen das, die Russen machen das. Saudi-Arabien, die arabischen Länder fördern weiter das Öl. Mag so sein, dass das weiter erstmal stattfindet, auch woanders auf der Welt. Aber wir in Europa, wir steigen aus. Wir rüsten unsere Systeme um. Und es ist auch ganz egal, ob Frau Baerbock noch Außenministerin in Zukunft ist oder nicht. Egal, wer Regierung hier ist. Von der Europäischen Union kommt der Druck durch die Rahmenrichtlinien für die erneuerbare Energie, dass die Umrüstung stattfindet. Und deshalb lassen Sie uns sozusagen beide Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Energiekosten, die CO2-Emissionen, es kommt auf alle Fälle. Es ist uns egal in Europa, was die Welt macht. Wir machen das, wir steigen aus und Sie können sich darauf vorbereiten und damit sozusagen die Zukunft auf alle Fälle für sich gewinnen. Und wir können Ihnen nur zu einem raten. Es gibt etwas, das machen Sie eigentlich auch schon, indem Sie die Sendung geguckt haben. Das Ganze kommt nicht automatisch. Man muss sich selber ein bisschen drum kümmern. Man muss sich informieren und man muss irgendwann auch mal den Weg zu einem Solateur finden. Ja, Eigenverantwortung, eigene Energie und eigene Zukunft heißt auch, ich muss mich kümmern, weil eigene Energie, das heißt Besitz und Verantwortung. Und ich möchte noch ein Anliegen an Sie herantragen. Wenn Sie das Ganze machen, schauen Sie bitte, welche Technik Made in Germany und Made in Europe zur Verfügung stehen. Die gibt es, die können Sie einsetzen. Das hat nichts mit regionalem, lokalem Patriotismus zu tun, sondern der entscheidende Punkt an der ganzen Sache ist, die Geräte müssen langfristig laufen, die Technik muss langfristig laufen. Sie brauchen den Service, Sie brauchen den ganzen Support, Sie brauchen die Weiterentwicklung, Sie brauchen die Anpassung an die lokalen, regionalen Systeme und das können unsere deutschen und europäischen Systeme. In der Langlebigkeit der Systeme entscheidet sich die Wirtschaftlichkeit. Sehen Sie das auch so? Absolut, denn das Leben eines dezentralen Energiesystems ist genauso gut wie seine Zirkularität und Regionalität. Das ist genau unser Ansatz, Herr Ferenczky. Es ist alles auf Sand gebaut, wenn Sie Ihren After-Sales-Service und Ihr Softwarekonzept und Ihr Erweiterungskonzept nicht im Griff haben. Und das geht nur mit lokaler Produktion und mit lokalem Service. Den ganzen Kinofilm gibt's nur im Kino. Wenn Sie auf die Webseite von Leben mit der Energiewende, www.lebenmitderenergiewende.de gehen, finden Sie die aktuellen Filmvorführungstermine und können dort direkt auch einen Platz reservieren. Der Eintritt ist frei. Die Filme sind persönlich begleitet mit vielen Nichtregierungsorganisationen, Vereinen, Verbänden, Parteien, Firmen mache ich diese Filmvorführung. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie tatsächlich eines Tages persönlich im Kinosaal begrüßen können. Es gibt ein Leben ohne Energiekosten und wir sind die Energiewende. Vielen Dank, Herr Dr. Pebenbrink.